Moin. So. Ja, genau. Ich wurde vor einigen Monaten mal gefragt, ob ich schon mal rassistisch behandelt worden bin. Und das werde ich irgendwie in unregelmäßigen Zeitabständen öfter gefragt. Und ich habe bis dato eigentlich immer gesagt, nee, fällt mir jetzt spontan nichts so ein. Und dann habe ich mich neulich mal hingesetzt, vorgestern, deswegen ich diesen Text sicherheitshalber nochmal dabei habe, und habe doch mal ein paar Einfälle aufgeschrieben und würde ich gerne mit euch teilen. Bevor ich anfange, ich leite ein mit einem Liedzitat, und zwar mag man es mir nicht ansehen. Ich war 5 Jahre lang im Schützenverein und kann nebenbei sehr großen Teil des Liederbuches immer noch auswendig, und es wurde ein Lied für mich modifiziert und immer sehr, 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 sehr gerne laut gegrölt. Ja, das würde ich gerne vortragen auch. Ja, 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 schönste Nele, nur du, hey, schwarze Nele, nur du, hey, dir gehört mein Herz die ganze Nacht, hey, schwarze Nele, nur du, allein, Lied aus. Zur Begrüßung zeigt man mir ohne Verdruss den Hitlergruß, als wär's ein nettes Kärtchen oder ein süßes Kätzchen, dann auch oft und gerne mit einem Hitlerbärtchen. Komm, alles gut, schon okay. Ich kann im Kofferraum mitfahren, damit alle anderen genug Platz haben. Der Pulli? Ja, habe ich selbst gepflückt. Und sowieso, ich werde im Sommer nicht dunkler. Meine Haut ist es ja schon genug. Ich trage einen Afro und komme aus Afrika. Meine Muttersprache sind Knacklaute und ich friere sehr schnell. Im Dunkeln bin ich schlecht zu sehen. Und ach so, ja klar, ich kiffe viel und höre nur Reggae. Ich bin 7 Jahre alt, sitze in der Wanne, damals tägliches Programm. Eine ordentliche Portion Seife und dann der Griff zum Schrubberschwamm. Ich schrubbe und schrubbe jedes Körperteil, um mich reinzuwaschen, um endlich weiß zu sein. Mir steht nach einer Weile das Scheitern im Gesicht, denn weiß sein, das geht für mich nicht. Betrübt und voller Scham mir selbst gegenüber trockne ich mich ab. Rau und mit verkrampfter Stirn, starrend auf meine errötete Haut. Greife kurz darauf das heiße Eisen, sage nun dieser krausen Grausamkeit den Kampf an. Nach stundenlangem Zischen und Herunterziehen, Haar rausreißen, bin ich nun zufrieden mit meinem, wenn nicht schon blondem, eben glattem Haar. Will am liebsten alles loswerden, alle diese dämlichen Auffälligkeiten, über die sich die Leute jeden Tag ungeniert vergnügen, weil sie glauben, es sei schön, so schön exotisch, so schön angenehm fremd. Schließlich spreche ich ja Deutsch. Aber dennoch, wo kommst du denn eigentlich wirklich her? Aus Celle, sage ich. Ja, ich meine gebürtig, also wirklich. Aus Celle, sage ich. Du weißt doch, was ich meine. Wo hast du deine Hautfarbe her? Ach so, die meinst du? Ja, die habe ich mir letzte Woche bei Amazon bestellt. Mokka. Obwohl eigentlich noch ein bisschen dunkler, eher so wie Kinderschokolade. Manchmal auch so wie Cappuccino. Weißt du, mach's einfach ganz pauschal und sag Schoko. Ach komm, jetzt stell dich mal nicht so an. Die sind doch alle nur neidisch. Und außerdem bist du doch gar nicht richtig schwarz, sagt man mir und wuschelt mir ungefragt durch die Haare. Okay, dann sage ich eben nichts dazu. Lache über Witze, bedanke mich für Komplimente und nicke und lächle und nicke und lächle und nicke und bin fast 18. Ein paar Stunden noch, dann bin ich entlassen in die bisweilen größte Freiheit, die mein Kopf sich lang ersehnte. Sitz auf heißen Kohlen, hab sie alle eingeladen. Dann treten sie alle ein, jeder nacheinander, eingereiht. Nichtssagend, während ihre grellen Outfits schreien.
fein gebastelt, selbst geschnitten, übergestülpte weiße Umhänge, die das Gesicht verdecken und auch alles andere. Bloß zwei Löcher für die Augen und eine Spitze, die gefährlich bekannt in den Himmel ragt. Stirn runzeln, meine Mutter und Schwestern empört. Ich lächle und nicke. Witzig, cool. Happy Birthday. Und während ich immer weiter und weiter durch die Gegend lächelte und nickte, sah ich mich um und entdeckte, dass ich nicht alleine bin. Ich bin kein Einzelfall. Guck doch mal nach rechts und links, da steht sie und wird abgefragt von einem alten Mann, muss historische Daten aufzählen, sich beweisen, um zu zeigen, dass sie wirklich aus Deutschland kommt. Er weckt Erstaunen mit ihrem guten Deutsch, während sie fassungslos spricht und keiner das sieht. In ihren Haaren wird herumgeknetet, als wäre es ein Hefeteig. Oh mein Gott, wie schön deine Haare sind. Sieht aus wie eine Petersilie. Komm, tanz doch mal, du bist doch schwarz. Und dann steht da eine Frau vor ihrer Klasse und definiert ein Volk durch seine Negermusik. Fragt sich, warum man das Wort Neger nicht mehr benutzen darf. Was das denn solle und dass sie ja nun mal das seien, was sie seien. Ein Negervolk. Das sind keine ausgedachten Geschichten. Das ist keine 70 Jahre her, das passiert alles jetzt und hier und überall auf der Welt. Ich bin nur ein kleiner Teil eines großen Phänomens, das uns alle betrifft. Egal, ob diskriminiert oder bevorzugt durch seine Herkunft. Rassismus lebt und wir dürfen nicht aufhören, ihn zu bekämpfen. Und während du dich über meine Hautfarbe echauffierst, kann ich nur sagen, dass du keine hast. Denn wer sowas macht, hat keine Farbe. Der ist nur farblos und grau. Tag ein, Tag aus. Jahr ein, Jahr aus. Generation ein, Generation aus. Januar, Februar, März, April, die Rassismusuhr steht niemals still. Mai, Juni, Juli, August wecken in uns den fremden Hass. September, Oktober, November, Dezember und dann... Lass uns das Ganze bitte nicht wieder von vorne beginnen lassen. Danke.